herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Schwatzingen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wo mein Traktor steht. Ich habe ja beim Sepp hier schon einiges weggefahren. Und da liegt immer noch ein ganzer Haufen. Aber alles wird man nicht wegkriegen. So, ich habe mit dem Sepp telefoniert. Der ist ja gerade im Urlaub. Er hat aber gesagt, preislich werden wir uns schon einig. So, Alter, der kommt hier kaum hoch. Und jetzt werde ich gleich den Harry mal anrufen. Und mit dem gucken, dass ich mit dem einen Deal ausmache. Wegen dem Holz, was wir dann für die Stadt wegfahren. Dass wir da beide ordentlich dran verdienen. Guck ich mal, ob ich den gerade dann gleich anrufen kann. Mal, dass das jetzt nicht im Sepp sein Anhänger war, den ich gestern beim Landhandel unten gelassen habe, beim Bauhof unten gelassen habe. Wenn das seiner ist, dann ist ziemlich doof. Aber vielleicht ist er auch ganz glücklich, wenn er erfährt, dass er 180% Steuern zahlen muss. Oh ja, vielleicht will er den dann nicht mehr haben. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte Sie nur informieren, dass beide Felder jetzt angesät wurden. Ah, sehr schön. Was haben Sie denn da drauf gemacht? Weizen auf beide. Okay. Haben Sie so viel Bedarf an Weizen? Ja. Okay. Ja, und gut, passt ja. Mit dem Stroh. Ja. Was Sie mir in Rechnung stellen wollten. Das hatten wir schon verrechnet. Hatten wir schon verrechnet? Ja, war alles bezahlt. Okay, gut. Zumindest war das... Doch, hatten wir bezahlt. Hatten Sie bezahlt. Okay, dann ist gut. Gut, dann wünsche ich noch einen frohen Abend, gell? Gleichfalls. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Hätte ich dem das doppelt in Rechnung stellen können. Ja, aber sowas machen wir natürlich nicht. Das ist ja rufschädigend. Thank you.
kriege hier keine Ordnung rein, da liegt zu viel Zeug rum. Da muss ich, glaube ich, mal doch nochmal meinen Anhänger holen. Der Waldra, der Steier ist eigentlich viel zu schwach für die Stubenfräse. Naja, ich guck jetzt mal, dass wir hier vielleicht doch noch ein bisschen vorwärts kommen. Mal gucken, ob Dari sich meldet. Der Steil ist zu schwach, ey. Ich brauche eigentlich einen ganz anderen Traktor. Ich weiß auch nicht. Im Moment haben wir halt noch kein Geld, um uns irgendwie einen anderen Traktor zu kaufen. Gut, aber jetzt habe ich, denke ich, erstmal genügend Baumstümpfe hier gefräst. Jetzt gehe ich gerade mal. Gehe ich gerade mal meinen Anhänger holen. So, warte mal, jetzt probiere ich nochmal den Harry. Hallo? Hallo, Harry. Ja? Du, ich habe, du hast ja gefragt gehabt, wegen dem, Parzellen, wegen dem Wald ausdünnen und so. Ja. Aufforstung. Ich habe jetzt mit dem Reinhard gesprochen. Der sagt, das ist eigentlich eine gute Idee und da wäre ich ja genau der Richtige dafür. Jetzt habe ich nur gedacht, wir könnten ja auch beide dran verdienen. Ja. Ja, das heißt, ich würde die Bäume markieren. Das Holz gehört natürlich der Stadt. Da haben die. Das werden sie wohl kaum komplett abtreten. Aber dann stellen wir der Stadt eben eine Rechnung. Und dann würde ich mal sagen, dann gucken wir, dass wir die uns da einen guten Gewinn abzweigen. Jo. Vielleicht so, keine Ahnung, 20% vom Erlös oder so. Und dann machen wir 10% du, 10% ich. Ja. Deine gute Idee. Okay. Dann würde ich das mal mit dem Reinhard so klären. Und wenn ich dann die Markierungen durch habe, dann melde ich mich nochmal bei dir. Ja. Okay. Okay, dann. Gut, bis dann erstmal. Jo. Ciao. Cent noch hätte. Ach so. Hallo, hier ist der Neumann.
Hallo Herr Neumann, ich wollte den Herr Reinhardt sprechen. Ja? Wir teilen uns eine Leitung so manchmal. Wir sind hier so im Dauerkontakt. Das gibt's. Okay. Moment, ich leg gleich auf. Ich ruf gleich nochmal an. Okay. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Jürgen, hallo. Was machst denn du hier für Faxen, ey? Allgemeine Verkehrskontrolle. Hey, du bist kein Bulle hier. Doch. Seit wann denn das? Bin nicht ein normaler Polizist, ich bin sondern Hauptkommissar. Seit wann? Ist ja langweilig geworden, oder was? Seit vorgestern, glaube ich. Ah, dann hätte ich gerne mal den Dienstausweis gesehen, weil das ist mir nicht bekannt. Ja, hier, bitte. Du kannst auch einen Bürgermeister fragen. Was willst du jetzt von mir? Ich will nur gucken, ob du einen Verbandskasten dabei hast. Hallo? Verbandskasten, sowas habe ich nicht. Nicht? Nee. Dann bitte ich dich, statt in den nächsten paar Tagen nachzuholen. Ja, mache ich. Mehr nicht. Okay. Guck mal, warte. Noch, ja? Hier. Bis dann, ciao. Hat das nicht eigentlich die Polizei zu regeln? Hm. Ich bin Polizist. Oha. Alter, ist der jetzt Bulle geworden? Was soll denn das? Ich glaube, ich bin falsch. Ah, nee, doch, ich bin richtig. Ist der Jürgen Polizist geworden? Erst mit dem Verbandskasten klären wir doch locker. Alter. So einer ist Polizist. Dann brauchst du keine Feuerwehr mehr. So, hier soll ich die... Oh Gott, die Brücken machen, ey. Aber das wird teuer, ey. Das stelle ich ihm pro Brücke 20.000 in Rechnung oder so. Jetzt muss ich gerade mal dann daheim in die Unterlagen gucken, was Staatsforst ist und was man da... Oh, mein Blinker ist noch an. Ah ja, okay, mein Anhänger ist noch da. Muss ich gerade mal gucken, was Staatsforst ist. Und dann kriegt man das mit Sicherheit geregelt. Dass ich mich dann mal drum kümmere, dass die Bäume markiert werden. So, dann gucke ich gerade mal zu Hause in die Unterlagen. Was ist denn hier jetzt los? Warum kann ich nicht in die Unterlagen gucken? Seltsam. Okay. Mhm. Okay, vielleicht erstmal hier. Oder hier hinten. Ich gehe mal gerade da drüben gucken. Hä? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Hä? Warum denn nicht? Dann gehe ich gerade mal gucken, was wir da drüben ausforsten können. Och, nee. So, hier unten.
Die sind alle ein bisschen gefährlich hier oben. Wenn es die umhaut, dann ist nämlich Feierabend. Deshalb, da muss ordentlich was raus. Die hier oben. So. Passt eigentlich soweit ganz gut. Gut. So. Ist schon einiges markiert. Aber ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen. Kann noch mal gucken. Ah ja. So, hier müssen wir noch ein bisschen auspfosten. Ja, die stehen viel zu dicht. Wie sollen da was nachwachsen? Frage ich mich wirklich. Gut, liebe Freunde, dann haben wir hier die Bäume markiert. Wenn es euch bis dahin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao.